diesen wirklichen Zauber von Schumann, dass ich ihn wirklich als den Romantiker schlechthin kennengelernt habe. Der ideale Romantiker eigentlich, der sich von keiner Form richtig fassen lässt und der erst richtig aufgeht im Prinzip, wenn die Fantasie freien Lauf hat. Eine Initialzündung unter anderem war wahrscheinlich das Klavierkonzert. Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass gerade die Lieder von Schumann für mich so ein Schlüssel waren irgendwie. So ein musikalisches Wörterbuch, um zu verstehen, wie er mit seinen Gedanken musikalisch umgeht, wie poetisch das ist, wie frei. Und das Wichtigste für mich an Schumanns Musik, wie aus dem Moment heraus etwas passiert. Und dieses Poetische einzufangen, ist für mich so das Wichtige jetzt. Und das ist für mich so die große Herausforderung und das große Glück bei Schumanns Werken. Ich denke mal, die Hörer dürfen auf einen Schumann gespannt sein, der in der Zeit stehen bleibt und dann à la Florestan wieder hervorstürmt und unbändig ist. Müssen wir uns merken für davor. Okay.